Wenn sowas passiert, ist es nicht weiter schlimm. Wir können uns letzten Endes an den üblichen Gepflogenheiten für das Lösen von Gleichungen orientieren. Das heißt also, wir nehmen ja ein zahlenmäßiges Beispiel. Es sei zum Beispiel gegeben, und das funktioniert dann für die obere Grenze genauso, das Integral über 2x plus 4 mal dx von der unteren Grenze, die wir noch nicht kennen, zum Beispiel bis 5, das sei 33, naja, Flächeneinheiten könnte man sich zum Beispiel denken. Das heißt also, skizzenmäßig sähe das so aus, wir hätten 2x plus 4 sähe zum Beispiel so aus, ziemlich steil, hier ist diese 4 und das sei f von x wie üblich und hier x-Achse. Und wir haben eine untere Grenze, tja, die liegt irgendwo, aber bei 5, naja, es ist vielleicht nicht ganz gut gelungen, gibt es hier irgendwo eine Fläche, die berechnet wurde und diese Fläche, tja, große Frage, wo ist die untere Grenze? Ist sie hier oder ist sie gar noch weiter hier oder was weiß ich. Wir können es jetzt nicht vorhersagen. Man kann es aber gut berechnen. Das macht man so wie üblich. Man integriert diese Funktion und schreibt das ganz einfach hin, wie wir es bis jetzt gewohnt sind. Das hieße also in eckigen Klammern geschrieben, wäre das, daraus wird x² durch 2 mal 2, also wird ein pures x² draus und aus der 4 wird ein 4x in den Grenzen von u bis 5. Das schreiben wir einfach so hin. Und da uns das jetzt ja in der nächsten Zeile ein bisschen länger geraten wird, schreibe ich mal dieses ist gleich 33 hier rechts, damit die Gleichheitszeichen schön untereinander sind. Wir wissen, dass wir diesen Ausdruck so umformen müssen, eckige Klammer, wir setzen die obere Grenze ein, obere minus untere Grenze, so läuft es ja. 5 mal 5 sind 25, plus 4 mal 5 sind 20. Jetzt kommt das Einsetzen der unteren Grenze und da wissen wir es nicht und da schreiben wir statt x eben nicht einen Wert hin, sondern das u, also u² plus 4u. So wird es geschrieben und schon ist das Problem eigentlich fast gelöst. Wir können jetzt mit den üblichen Gesetzen des Umformens arbeiten. Das heißt also hier in diesem Fall zusammengefasst entsteht ja hier 45 und diese 45, die holen wir uns gleich mal auf die andere Seite, damit es übersichtlicher wird. Wenn ich jetzt hier die Klammer auflöse, denn jetzt ist es ja an sich nicht mehr nötig, hier diesen rechten Ausdruck in Klammern zu schreiben, muss ich darauf achten, dass sich auch dieses Vorzeichen, dieses gleich umkehren wird. Denn hier steht ja eigentlich ein stilles minus 1 mal vor der Klammer. So kann man sich das denken. Das heißt also minus u² minus 4u soll 33 minus 45 ist dann bloß noch minus 12 sein. Und naja, gut, wir holen mal die 12 auf die andere Seite, sodass wir eine typische quadratische Gleichung haben. Also plus 12, dann sieht der Ausdruck so aus. Achtung, das Minus nicht vergessen. Minus u² minus 4u plus 12 ist dann hier 0. Jetzt könnte jemand denken, jetzt kann ich ja hurra schon die PQ-Formel anwenden. Nein, das geht nicht, denn hier vorne heißt das nichts anderes als minus 1 mal u. Und wir müssen eine positive 1 da stehen haben. Also da darf mal landläufig gesagt nichts stehen. Also nehmen wir den gesamten Ausdruck mal minus 1 oder teilen durch minus 1, ist egal. Dann haben wir hier vorne ein sauberes u². Achtung, das auch mal minus 1 ergibt plus 4u. Und jetzt minus 12 ist gleich 0. Jetzt können wir p und q bestimmen. P, ich mache mal hier oben schnell weiter, bevor ich das Blatt wechsle. P ist demzufolge gleich 4 und q ist gleich minus 12. So, Moment, nächste Seite. Ich hole mal den Rest wieder hervor. PQ-Formel eingesetzt, das mache ich mal hier oben. Dann heißt das korrekterweise U0, 1 und 2. Das ergeben sich zwei Lösungen, deswegen 1 und 2 ist minus p halbe. Minus p halbe heißt minus 2, ne? P ist 4. Davon das Negative ist minus 4, davon
das durch 2. Und jetzt kommen diese zwei Lösungen, die sind angedeutet durch plus minus. Wurzel aus 2 mal 2, minus 2 mal minus 2 ist ganz egal, ist 4. Und minus q, minus minus, q ist ja schon minus, minus minus ist plus, demzufolge plus 12. Jetzt können wir die Wurzel hinten abschließen. Jetzt wissen wir, das ganze Ding ist zuerst auszurechnen, was unter der Wurzel steht. Und dann geht es weiter. Also ist u012 gleich minus 2 plus minus, Wurzel aus 16 ist 4. u01 ist demzufolge minus 2 plus 4 ist 2 und u02 ist minus 2 minus 4 ist minus 6. Jetzt haben wir zwei Lösungen. Jetzt könnte das bedeuten, nanu, ergibt sich dann die 33 wirklich daraus? Dazu muss ich mal ganz kurz